Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play, beziehungsweise Let's Random. Wir sind immer noch bei Hearthstone, immer noch mit der gleichen Arena und wir müssen die jetzt mal finishen, weil ich habe mittlerweile über 1000 Gold und habe auch gerade zwei Quests noch am Laufen. Also ich muss das einfach mal alles rausbuttern und ich will nicht so ultra viel Gold ansammeln, weil ich mir eh keine Packs kaufe, also ich spiele nur Arena. Und ja, wenn ich jetzt nur Reden übers Video spielen würde, würde ich, selbst wenn ich jeden Tag ein Video machen würde, hätte ich jetzt für die nächsten 3 oder 4 Wochen dann wahrscheinlich Videos. Außer es werden alles 0-3er-Arenen oder so. Aber es ist dann doch eher unwahrscheinlich. Genau, wir haben eine relativ gute Starthand eigentlich. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Gegen Schurke, ja. Aber es ist zumindest besser als Priester. Hate that shit, aber das wisst ihr ja. Ja, ist halt nervig, dass jetzt meine Viecher alle nur ein Leben haben. Die kann er easy clearen. Aber vielleicht kriege ich ja was Besseres. Also, wirklich, das einzige. Das Vieh, was ich davon bekommen hat auch ein Leben. Na ja, gut, das hat wenigstens Gottes Schild. Das flasht mich gerade ein bisschen. Vor allem, das ist im Endeffekt genau die gleiche Karte wie die hier mit einem Leben weniger und du kriegst 5 Schaden davon. Das ist vielleicht eher eine Karte für einen Hexenmeister oder so. Ist die Frage, was spiele ich? Ja, habe ich jetzt schon gesagt, trotzdem den. Aber den wird er wahrscheinlich clearen. Oh nein. Alter, jede verdammte Arena-Runde wird die gespielt. Das kotzt so an, Alter. Das kotzt so unendlich an. Ah. Na gut, den kann ich gar nicht spielen, weil. Warte mal, die hat 6, ne? Das heißt, der kann die ja nicht mehr clearen. Okay. Gehen wir mal Face. Das kotzt zwar an jede verdammte Runde, Alter. Jede verdammte Runde. Vor allem, wie die auch jeder immer sofort auf der Hand hat. Das ist halt unglaublich. Oha, Wissensklau. Oh, das ist bitter. Das ist jetzt aber eigentlich tatsächlich sogar ziemlich nice. Jetzt kann ich hier clearen und Face gehen. Oh, wisst ihr, was jetzt bitter wäre? Dingens. Messerwurf oder wie die Karte heißt. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Aber fügt einen feindlichen Diener. Einen feindlichen Diener einen Schaden zu, zieht eine Karte. Das wäre ziemlich bitter. Jetzt nicht mehr. Aber davor wäre es bitter gewesen. Ah, scheiße. Ah, was? Willst du mich verarschen? So ein Lacker. Ich hätte jetzt fast gesagt, entweder wir spielen den einfach zweimal aus und coinen nächste Runde den violetten Wurm aus, oder spielen dann einfach den, aber da können wir halt noch nicht teilen in der Runde. Ja, es ist halt so nervig, weil ich den Einzelkämpfer nicht spielen kann, solange ich was auf dem Board hab. Aber wenn ich jetzt den zum Beispiel spiele, das wird mir gar nichts bringen. Also ich muss eigentlich das machen. Ja, aber ich werde die 2, ne? 4. Ja. Soll ich angreifen? Soll ich nicht? Ich lass mal. Oh, Boys. Aber eigentlich sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Wenn er jetzt keine krassen Heals bekommt, durch Wissensklau. Das ist eigentlich schon ziemlich. Also muss ich es eigentlich nur hinbekommen, dass ich einmal was Krasses ausspiele und wenn er dann nicht kontern kann, ist eigentlich schon vorbei. Weil mit so wenig Leben brauche ich ja nur maximal 2 Züge, um ihn zu finishen. Ich weiß ja natürlich nicht, was der auf der Hand hat. Der könnte jetzt natürlich auch noch einen Vulkanosaurus oder was weiß ich was spielen.
Er darf halt jetzt sich nicht großartig heilen in der Zeit, wo er geschützt ist. Was? Also ich kann ihn finishen, also ich kann ihn ja killen, aber what the fuck? Ich glaube, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich glaube, den kopiere ich mir. Ich kopiere ihn und dann vernichte ich ihn. Holy shit, was zum Teufel? Was zum Teufel? Überwältigen ist er einfach nur, der muss einfach nur mehr Schaden machen, als irgendein Vieh Leben hat. Verdoppelt den Angriff für 7 Mana 15. Also ich finde, das ist übelst krasses. Ah ja, moin, ey. Jetzt macht er bestimmt was mit Lebensentzug oder so. Ah, okay. Das ist doch jetzt relativ bad in Anführungszeichen. Aber das ist auch wieder so ungerecht, Alter, ohne Scheiß. Er kriegt einfach in Bernstein gefangen. Sag ich mal, es gehört zu den 10 besten Priesterkarten, die es gibt. Und er kriegt sie für einen Mana. Ich meine, es gibt so viele schlechte Karten, die du da kriegen kannst bei Wissensklau. Oder was heißt schlecht? Es gibt so viele Karten, die dir eigentlich nicht wirklich sehr viel bringen und nicht so gut sind. Und er kriegt halt wieder die heftigste Karte überhaupt. Oder wie gesagt, eine sehr gute. Aber wahrscheinlich kriegt er jetzt auch noch den Helden oder so. Heizball, was kriegt er? Ah, okay. Das geht noch. Damit kann ich leben. Ja, da kann ich halt nichts anderes machen. Ich schwör's euch, wenn ich das verliere, ey, ich raste aus. Und wenn ich's verliere, dann safe wegen Wissensklau. Leute, hat keine Waffe im Deck. Ja, man hat er wahrscheinlich am Anfang genommen und hat er sich für keine Waffe entschieden. Nice. Aber was? Er vernichtet ihn noch? Really? Really? Nee. Ah, doch. Oh. Alter, wie nervig. Ja, dann spiele ich jetzt einfach nur Trash aus, sage ich mal. Also Trash in Anführungszeichen. Um damit sein Board zu clearen und dann spiele ich erst wieder die Guten aus. Weil solange der auf dem Board ist, ist es sau nervig, ey. Kann der meine Diener immer vernichten damit. Das heißt, ich muss den wegbekommen. Und die wollte ich jetzt nicht aufspielen, was mir schon ungefähr 200.000 Mal das Genick gebrochen hat. Ah, da kriegt er natürlich dann einen guten Diener irgendwann mal. Aber er kann mein Board eh nicht clearen, egal was er macht. Wird wahrscheinlich den sogar traden. Das ist voll sinnlos. Er weiß doch genau, dass ich bessere Diener noch auf der Hand habe. Ah, jetzt habe ich schon wieder den Effekt von dem Wichser vergessen. Na gut, ich habe mich zu sehr in Sicherheit gewogen mit dieser scheiß Gottesschildtante. Natürlich, natürlich bringt es mir wieder nichts. Ja, egal, ich spiele jetzt den aus. Scheiß drauf, selbst wenn er ihn killt. Er muss mit beiden angreifen, um ihn zu vernichten. Außer er hat wieder irgendwas auf der Hand, was mich kontert. Das ist unglaublich, ey. Aber er muss ja clearen, weil sonst verliert er ja automatisch. Also zumindest einen von beiden. Also von meinen beiden. Da lässt sich so unglaublich viel Zeit. Du hast eine Karte auf der Hand, Junge. Deine einzige Möglichkeit ist, beide reinzubuttern in den Starken.
Ach, die Community ist echt so ätzend, Alter. Wieso lässt man sich da so viel Zeit? Also, das ist jetzt auch nicht, weil ich aufnehme, by the way. Ist wirklich so. Also, wenn es einer macht, mich kotzt es einfach übel an. Weil es so sinnlos ist. Ich meine, was macht er jetzt groß? Wahrscheinlich gibt er jetzt eh auf oder er ist nicht mehr da. Das sind auch die nervigsten Spasten. Wenn du verlierst, dann gib halt auf und geh nicht einfach weg. Und dann musst du noch 3 Minuten warten, bis dann endlich mal eine Meldung kommt, dass er verliert. Oh, er kann ihn. Na, hä? Hat doch überhaupt keinen Unterschied gemacht, dass er das jetzt gemacht hat. Oder täusche ich mich? Potzblitz! Du hast verloren, Junge. Sieh's einfach ein. Oh, nice. Was können wir sonst noch machen? Was können wir da machen? Oh. Nice. Ja, das kenne ich schon. Alter, kannst du bitte die Runde beenden, Junge? Was bist du für ein Arschloch, wirklich? Entschuldigt wirklich die Wortwahl. Ich probiere mich eigentlich immer im Zaum zu halten, aber es ist so sinnlos, Mann. Warum musst du jetzt 5 Minuten warten, um diesen scheiß Zug zu machen? Die Scheißkarte, die einzige Karte, die er hat, auszuspielen, nutzt es. What the fuck? Sorry, aber sowas finde ich einfach nur asozial. Ne, du hast trotzdem verloren, Junge. Oh, wow. Really? Er kriegt es halt echt hin, dass er noch. Oh, okay. Er hat es echt hinbekommen, dass er die Scheiße noch eine Runde rausgezögert hat, Alter. Also richtig unverdient einfach nur. So richtig unverdient. Kommt's, Alter. Jetzt kriegt er irgendwie Gedankenraub, Verstandrauben für eins. Oh, wow. Toll, hättest du ja auch vor 4 Runden machen können, du Arsch. Hauptsache, das Spiel noch 4 Minuten unnötig in die Länge zu ziehen. So. 4 Wins haben wir. Also, wie gesagt, sorry. Aber das bringt mich einfach auf die Palme, weil es so extrem unnötig ist. Ich meine, wenn er 10 Karten auf der Hand hat, ja, oder wenn er wirklich viele Möglichkeiten hätte, würde ich es ja verstehen, aber eine Karte auf der Hand, Junge, du kannst nichts anderes ausspielen. Und mit Angreifen gab es auch nicht viele Optionen, also ganz sicher nicht. Sag ich endfunny, ich habe den fleischfressenden Würfel im Deck, was ich so gut wie nie habe, und habe ihn eigentlich noch kein einziges Mal ausgespielt. Und wir sind schon bei 4, also wir sind schon in der 7. Arena-Runde. Ist jemand verletzt? Bitte nichts mit 3 Angriff. Das verlief nicht ganz akkurat. Jetzt sage ich ihm wieder willkommen, den Kürbisch. Leute, hat das dadurch bekommen? So ein Lacker. Oh nein, für 4. Verleiht allen Dienern auf eurer Hand plus 1/1. Are you fucking kidding me? Wie heftig und übertrieben krass ist das einfach. So, ich gehe jetzt einfach all in und hoffe darauf, dass er keinen Gedankenkontrolleur hat. Aber wie heftig ist das? Er hat 6 Diener auf der Hand gehabt? Halt's Maul.
Er hat 6 Diener auf der Hand gehabt. Willst du mich eigentlich verarschen? Alter, manche Leute wirklich, ich weiß nicht, die fressen Glück zum Frühstück, oder? Anders geht das doch gar nicht. Du musst doch wirklich Glück zum Frühstück fressen, Alter. Jetzt muss ich halt meine ganze Scheiße da rein traden, Alter. Außer ich will die Kleriker nicht safen. Ich sehe es jetzt schon, das wird mich wieder umbringen. Das wird mich wieder vernichten. Oh. Biggest Facepalm of my life. Ja gut, ist aber gar nicht... Also vorausgesetzt, er cleart jetzt die Klerikerin. Oh, den kann ich sogar ausspielen, ne? Okay, das ist ziemlich gut. Vorausgesetzt, er cleart jetzt die Klerikerin. Das ist nicht so schlimm, weil dann trade ich den noch rein und dann behalte ich halt den 3-4. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt irgendwas anderes macht, wodurch er das Vieh saved, ist leider relativ hoch. Ja, na klar. Ich kann ja nicht einmal in meinem Leben Glück haben, oder? Drecksspiel. Na gut, dann cleare ich jetzt einfach den. Kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. Den oder den? Ich glaube, ich nehme sogar den. Einfach nur, weil er günstiger ist. Aber das ist so heftig, Alter. Das mit dem plus 1-1, das ist halt... Bei 6 Karten, das sind dann einfach 6 Schaden und 6 Leben, die seine Diener einfach so haben. Die ich 6 Schaden und 6 Leben, die ich einfach so... Ja, bezwingen muss, sag ich mal. Das ist richtig krass. Jetzt combo ich ihn an die Wand. Jetzt kann ich den nämlich nochmal ausspielen und mir noch einen Elementar so holen. Das ist ganz geil. Aber er hat immer noch 2 Diener, die auch noch gebufft sind auf der Hand. Also wenn da noch was Heftiges dabei ist, ey, das ist crazy. Alter, wirklich ver... Ey, die Karte triggert mich so unglaublich. Jedes Mal, wenn ich die Karte in Zukunft sehe, wird sie mich extrem ankotzen. Okay. Noch eine Runde. Ich habe immer gedacht am Anfang, dass der echt ganz schön nice ist, aber eigentlich ist er voll kacke. Weil. Dass der Schaden bekommt, ist ja sau einfach und du kannst ja nicht jede Runde den extrem hochheilen. Also wenn der einmal 5 Schaden oder so bekommt, ist er gleich 3 Runden ausgenockt quasi und das ist eigentlich voll kacke. Kristallorakel. Scheiße. Okay, jetzt bin ich der Arsch, der so lange braucht. Wahrscheinlich hat der jetzt noch einen violetten Wurm oder so am Anfang auf der Hand gehabt. Ich frage mich, ob... Okay. Schon mal nicht das Heilungstotem bekommen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Jetzt heile ich mich nicht, weil... Ah, Junge, den würde ich mir eigentlich gerne noch snacken mit der da, aber das wird er wahrscheinlich nicht zulassen, ja. Den hätte ich eigentlich auch heilen können, im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sogar klüger gewesen. Aber wer hätte wissen können, dass er die Scheiße einfach nochmal auf der Hand hat und what the fuck, der hat jeden Diener doppelt und dreifach. Je mehr Diener der so ausspielt, desto krasser wird's. Wenn er ein Heilungstotem dann bekommt. Ich würde einfach sagen, wir spielen jetzt einfach den hier dreimal aus.
Jetzt kommt der Gedankenkontrolleur, passt auf. Wobei mir das jetzt nicht mehr so unglaublich viel bringen würde. Aber es wäre einfach nur dieses Klassische. Beziehungsweise Gedankenkontrolleur und der kriegt den hier. Aber das kann er jetzt eigentlich clearen. Er verliert eigentlich selber so viel Diener jetzt, wenn er das macht. Das Gute ist, dass die 4 Leben haben. Das ist ganz geil, weil er hat so lauter Viecher mit 3 Angriff. Natürlich, ich wusste, dass er noch was Krasses auf der Hand hat. Ich wusste es. Oder am Anfang auf der Hand hatte. So. Rum. Sagt, was ihr zu sagen habt. Okay, aber jetzt hat er eigentlich fast alles ausgespielt. Oha. Okay, wenn er jetzt nichts Krasses noch mit Cardraw zieht. Sieht's gar nicht mehr so schlecht aus. Ach du Scheiße. Okay, fuck. Damn, Boys. Wie viel Schaden hat denn der? 12. Okay, er greift mich nicht. Okay, er hat 10 Schaden. Fuck, ich kann sein Ding nicht clearen, außer ich gebe dem viel Bananen. Uff. Uff. Das ist eine knappe Runde. Aber ich fürchte, der wird noch was haben. Endlich! Ein würdiger Gegner. Na gut, aber wenn er so viel Kacke ausspielt. Aber ich habe den Kürbis zum Glück. Das ist ein 10er Heal. Okay. Okay, er hat alles ausgespielt. Ja, das geht doch locker. Zack. Zack. Und 10er hier ins Gesicht. Der hat 8 Schaden nur. Ich könnte theoretisch auch meinen violetten Wurm heilen. Wäre wahrscheinlich sogar besser. Ja, ich heile ihn, glaube ich, sogar einmal. Oder sogar zweimal. Na, lieber nur einmal. Einfach nur, damit er ihn... Ja, wobei, wenn er jetzt den Zauber mit 2-3 Schaden einen feindlichen Dienern, habe ich verloren. Macht. Das wäre jetzt ultra das Glück, wenn er das jetzt ziehen würde. Er gezogen hätte. Oha, what the fuck. Willst du mich verarschen? Ja, Mist, Alter. Ah, nein, ich Idiot. Ich hätte ja noch den ausspielen können. Ja, wobei der jetzt ja alle meine Diener auch zerfickt. Aber doch, dann hätte ich es tatsächlich noch anders machen können, oder? Ah. Ja, nee, der Gesamtschaden wäre gleich. Ja, egal. Kleiner Denkfehler. Was? Warum kann ich das nicht tun? Okay, jetzt darf er eigentlich nur nichts Heftiges mehr kriegen. Nur noch Scheiße, die ihm nichts bringt. Irgendwelche schlechten Diener. Okay, jetzt ist Game Over, wenn er jetzt nichts Krasses hat. Hart erkämpft, ey, hart erkämpft. Ich dachte erst, ist der voll das Krasse. Oh mein Gott, nein. Aber wenn ich Glück habe, überlebt er. Beziehungsweise eigentlich... Ja. Holy shit. Okay, okay, okay. Alameo. Er hat mir übelst in die Karten gespielt damit.
Oh mein Gott, ist das gemein. Oh mein Gott, ist das gemein, Alter. Heilige Scheiße. Aber ist das nicht eine Priesterkarte eigentlich? Paladin? Oh, ist es auch. Ach so. Ah, das ist ein Elementar. It's game over, dude. Außer jetzt nochmal den Vulkan. Oh, scheiße. Den hätte ich jetzt nämlich gleich mit dem fleischfressenden Würfel dann vernichtet. Damit ich ihn nachher zweimal hätte, aber gut. Okay, das ist auch gut. Immer wieder 20 Leben. Damn. Aber der ist auch nicht. Der ist nicht bereit aufzugeben. Der ist wirklich nicht bereit aufzugeben. Alter, er hat ihn echt. Er hat sogar noch das scheiß Totem bekommen. Das ist so lächerlich. Aber bringt ihm auch nichts, weil ich habe 10, 14. Ne, ich habe nur 16 Schaden tatsächlich. RIP. Jetzt kann ich den leider nicht teilen, das ist ein bisschen blöd. Aber egal. Ja, das ist Game over, dude. Game to the fucking over. War aber echt knapp. Okay, wir haben 5-2. Das heißt, es ist keine schlechte Arena gewesen. Gut, dass ich Priester gewählt habe. Also wie gesagt, ab 5 Wins finde ich ist akzeptabel, dann kann ich damit leben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber trotzdem beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.